Ja, es freut mich, heute hier zu sein und Ihnen die Kernergebnisse des Jugendmedienschutzindex nochmal nahezubringen. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben vor circa einem Jahr 805 Eltern und ihre Kinder befragt, Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren. Und Ende letzten Jahres haben wir Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte befragt. Diese Ergebnisse verrate ich Ihnen noch nicht. Wir konzentrieren uns heute auf die Kinder und die Eltern. Dabei will ich versuchen, Sie möglichst jetzt nicht mit einer großen Menge von Zahlen zu bombardieren. Die kann man sich kaum merken und Sie haben die schöne blaue Broschüre ja schon gesehen. Da können Sie alles nachlesen im Detail. Ich will mich auf die Kernaussagen beschränken und Ihnen zunächst aber erklären, was wollten wir wissen. Wir haben Eltern und Kinder gefragt, was sind Ihre Sorgen in Bezug auf die Online-Mediennutzung? Welche Risiken nehmen Sie wahr? Die Eltern haben wir natürlich konkret in Bezug auf Ihr Kind gefragt. Den Bereich der Risiken werden Sie in der Präsentation immer blau eingefärbt finden. Wie stehen Sie denn zu den Maßnahmen des Jugendmedienschutzes? Also nicht Sie jetzt als Publikum, sondern die Eltern und auch die Kinder. Diesen Bereich haben wir grün eingefärbt. Was wissen Sie über den Jugendmedienschutz im Online-Bereich und wie sehen Sie denn Ihre eigenen Kompetenzen? Das ist der pinke Bereich. Und was tun Sie, um Ihr Kind zu schützen? Und die Frage an die Kinder natürlich, wie könnt ihr euch selber schützen? Das ist der Handlungsbereich, der ist rot. Sie sehen hier die Antworten auf die offene Frage an die Eltern. Was macht Ihnen denn Sorgen im Hinblick auf die Online-Nutzung Ihres Kindes? Was könnte denn passieren? Worüber machen Sie sich Gedanken? Oben haben wir die Eltern, unten die Kinder und Sie müssen sich diese Icons immer als 100% vorstellen und die dunkel eingefärbten Flächen, die symbolisieren den Anteil der positiven Antworten, also in der Regel viel, sehr viel oder gut, sehr gut. Deutlich über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen, also unterer Teil, ist aktuell in irgendeiner Weise besorgt und bei den Eltern sind es fast 3/4. Die Kinder und die Eltern, die jetzt spontan keine Sorgen nennen, die sind jedoch gegenüber den Risiken nicht ignorant, sondern die sagen zum Teil dann so Sachen wie, ja, ich begleite mein Kind ja bei der Online-Nutzung, da kann eigentlich nichts schiefgehen, deswegen habe ich auch keine Sorgen. Oder die Kinder sind unbesorgt, weil sie wissen, dass sie sich an die Eltern wenden können und im Notfall da Hilfe finden. Oder sie vermuten es zumindest. Oder die Eltern sagen, ja, im Moment geht es ja noch gut, aber wenn das Kind dann anfängt, soziale Netzwerke zu nutzen, dann habe ich bestimmt Sorgen. Und um welche Sorgen geht es da inhaltlich? Was man zu den Sorgen insgesamt festhalten kann, die Sorgen sind vielfältig und auch die Sorgen der Kinder. Sie haben jeweils unterschiedliche Schwerpunkte. Vor allem werden auch Probleme genannt, die vom klassischen Jugendmedienschutz noch nicht erfasst sind, der ja stark eben auf entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte fokussiert ist. Es gibt aber beispielsweise auch Sorgen in Bezug auf die Datensicherheit oder auf Verbraucherschutzproblematiken, also Abzocke oder Kostenfallen. Aber auch in Bezug auf technische Risiken. Die Kinder haben teure Geräte, das wissen sie auch. Und sie haben natürlich Angst, dass damit irgendwas passieren könnte. Außerdem wird klar, dass Eltern nicht gleich Eltern bedeutet. Ihre Sichtweisen fallen je nach Alter und Geschlecht der Kinder und Heranwachsenden unterschiedlich aus. Bei der systematischen Abfrage der Sorgen, also wenn man nicht mehr so frei fragt, was macht Ihnen denn Sorgen, sondern mögliche Sorgen Ihnen vorgibt oder mögliche Risiken Ihnen vorgibt, dann zeigt sich, dass Kontaktrisiken, zu hohe Online-Zeiten, Umgang mit privaten Daten und Kostenfallen durchaus bei einigen Gruppen eine der größten Sorgen sind. Von den Sorgen ausgehend ist der Bedarf an Maßnahmen des Jugendmedienschutzes also hoch. Was halten jetzt die Eltern eigentlich von den bestehenden Regelungen?
Für Eltern wie für Kinder ist der Jugendmedienschutz ein hohes Gut. 90% der Eltern finden ihn wichtiger als einen leichten Zugang zu allen Online-Angeboten. Die befragten Kinder schließen sich allerdings nur zu knapp 3/4 dieser Haltung an. Bei der Meinung zu einzelnen Maßnahmen des Jugendmedienschutzes zeigen sich übergreifende Linien. Die altersbezogenen Maßnahmen sind weitgehend anerkannt. Eine gewisse Ausnahme gibt es bei den Sendezeitgrenzen, davon sind nur 71% der Eltern überzeugt. Bei den Kindern sind das 57%. Dass es da weniger sind, hängt auch damit zusammen, dass diese Sendezeitgrenzen, dass die auch im Online-Bereich eine Rolle spielen, dass das nicht so bekannt ist. Alterskennzeichen sind dagegen sehr bekannt und auch sehr anerkannt. 92% der Eltern und 87% der Kinder finden das Prinzip gut. Und das, obwohl auch jeweils 2/3 der Meinung sind, dass von den Kennzeichen für Kinder und Jugendliche ein gewisser Reiz ausgeht, da auch was zu nutzen, was für ihr Alter noch nicht geeignet ist. Nicht ganz so positiv werden technische Maßnahmen gesehen. Jeweils nur gut die Hälfte der Eltern und der Kinder meint, dass man sich auf Jugendmedienschutzfilter verlassen kann und das Kind guten Gewissens allein surfen lassen kann. Dass damit die Zustimmung nicht ganz so hoch ausfällt, dürfte natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Eltern und auch die Kinder die Idee haben, dass Kinder sehr wohl wissen, wie man solche Jugendschutzfilter umgehen kann, kann aber natürlich auch mit praktischen Erfahrungen zusammenhängen. Das haben wir jetzt in dieser Studie nicht überprüfen können. Zu geschützten Bereichen im Netz sagen ca. 2/3 der Eltern, dass es davon für die Altersgruppe ihrer Kinder nicht genügend gibt. Ebenso gilt es für Suchmaschinen für Kinder. Das sehen auch Heranwachsende selber so, aber die Zustimmung ist natürlich für den Altersbereich bis 12 Jahren am höchsten. Das ist Eltern wie auch den Jugendlichen selber klar, ab 13 Jahren ist das nicht mehr so attraktiv. Geht es um Hilfsangebote für den Umgang mit belastenden Online-Erfahrungen, ist jeweils nur etwa die Hälfte der Meinung, dass es da schon genügend Angebote gäbe. Oder umgekehrt, jeweils die Hälfte ist der Meinung, dass es eben nicht genügend Angebote gibt. Solche Angebote wären daher zu fördern und bekannt zu machen. Sehr hohe Zustimmung von Eltern und Kindern erfährt die Aussage, am besten sind Kinder und Jugendliche im Alter meines Kindes bzw. in meinem Alter geschützt, wenn sie ausreichend über die Risiken informiert sind und wissen, wie sie sich selber davor schützen können. Das ist natürlich ein ziemlicher Anspruch, Kinder schützt euch selber. Das heißt aber auch noch nicht, dass Eltern den Kindern und Jugendlichen die alleinige Verantwortung für ihren Schutz anlasten wollen. Im Gegenteil. Eltern teilen die Ansicht der Fachwelt, dass der Jugendmedienschutz eine Gemeinschaftsaufgabe ist, mit vielen Verantwortungsträgern. An erster Stelle sehen sich die Eltern selbst in der Verantwortung, wie Herr Drexler ja auch schon betont hat. Sie wünschen sich aber Unterstützung durch die Medienaufsicht, durch die Online-Plattformen, durch die Inhalteanbieter, durch die Schulen, die Politik und die Vertriebsplattformen, also Vertriebsplattformen für Apps. Und damit sind nur diejenigen genannt, die jetzt die höchsten Zustimmungswerte haben. Dann haben wir diejenigen Eltern oder Kinder gefragt, die dem Akteur viel oder sehr viel Verantwortung zuschreiben. Wie gut nehmen die denn jetzt schon ihre Verantwortung wahr? Und da fällt die Einschätzung sehr different aus. Relativ positiv werden diejenigen gesehen, die für Erziehung und Bildung zuständig sind, also die Eltern selbst und die Schule. Mit jeweils 2/3 Zustimmung, die machen das gut oder sehr gut. Weniger gute Noten bekommen alle anderen. Vor allem die Medienanbieter und die Politik werden als weniger verantwortungsvoll wahrgenommen. Und die Kinder nehmen das übrigens ganz ähnlich wahr. Also möglicherweise sprechen sie da, was sie von den Eltern hören. Möglicherweise ist es aber auch ihre eigene Wahrnehmung, die sie eben in den Online-Medien machen. Halten wir also als Merkposten fest,
Entschuldigung. Die Verantwortungsübernahme von Politik, Medienanbietern und Selbstkontrolleinrichtungen ist zu stärken und gegebenenfalls besser sichtbar zu machen, um das Vertrauen in den Jugendmedienschutz zu stärken. Die nächste Frage ist nun, inwieweit ist denn die Haltung zum Jugendmedienschutz mit Wissen unterlegt? Und hier zeigt sich, natürlich gibt es Eltern, die mehr wissen und solche, die weniger wissen. Aber vor allem gibt es auch unterschiedlich bekannte Bereiche des Jugendmedienschutzes. Es gibt Wissensbereiche, in denen die Eltern sich vergleichsweise gut zurechtfinden. Das sind die Altersstufen, die Alterskennzeichen, die Werbung, Jugendschutzprogramme und Optionen, also prinzipielle Optionen für elterliche Schutzmaßnahmen. Also sie wissen zum Beispiel um die Möglichkeit, dass es Jugendschutzprogramme gibt. Das heißt noch nicht, dass sie wissen, wie diese funktionieren. Dann gibt es Wissensbereiche, in denen Eltern deutliche Unsicherheiten zeigen. Das sind zum Beispiel Altersverifikation, anbieterseitige Schutzoptionen, Zeitgrenzen, Meldemöglichkeiten sowie was sind eigentlich die Ziele des gesetzlichen der gesetzlichen Jugendschutzregeln. Ernüchternd ist vor allem die Einschätzung ihrer eigenen Schutzkompetenz. Da ist es so, ein beachtlicher Teil der Eltern sieht sich eben nicht ausreichend befähigt, die eigenen Kinder angemessen zu schützen. 4 von 10 Befragten sehen Schwierigkeiten im Umgang mit Online-Risiken. Eltern mit mehr Wissen über das System des Jugendmedienschutzes kommen jedoch eher zu der Einschätzung, dass sie Probleme sehr gut oder gut bewältigen können und zeigen sich auch engagierter. Wenn es aber viele Eltern jetzt selbst schon nicht können, inwieweit wissen sie, an wen sie sich wenden können? Da zeigt sich, Heranwachsende und Eltern haben offizielle Beschwerdestellen und professionelle Beratung eigentlich kaum im Blick. Weniger als 1/3 der Eltern kennt Beschwerdestellen und von diesen haben lediglich 8% sich schon mal an eine solche Stelle gewendet. Als Ergebnis einer anderen Frage wissen wir, dass Eltern damit nicht nur Stellen meinen, die nach dem Gesetz für den Jugendschutz vorgesehen sind oder öffentlich dafür zuständig gemacht sind, sondern auch Verbraucherzentralen und Datenschutzbeauftragte. Außerdem wollten wir wissen, ob sie Stellen kennen, bei denen sie Hilfe bekämen, wenn das Kind belastende Online-Erlebnisse hätte. Und hier sagen 37%, das ist schon etwas mehr, dass sie solche Stellen kennen, aber es ist ein Prozentsatz, der durchaus noch Luft nach oben hat. Das ist ja weniger als die Hälfte. Ist das nun gut oder schlecht? Heißt das nun, dass die meisten Eltern allein mit solchen belastenden Erfahrungen fertig werden und dann solche Stellen vielleicht gar nicht brauchen? Heißt es nicht, weil, erinnern wir uns, 4 von 10 Eltern sind von ihren eigenen Fähigkeiten diesbezüglich nicht besonders überzeugt. Oder kommen vielleicht daraus ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass solche Anlaufstellen für Eltern und Heranwachsende bekannter werden müssen und dass auch die Verfahren und die Ergebnisse, die solche Stellen versprechen, transparent sein müssen, um eben Hemmschwellen abzubauen, solche Sachen zu nutzen. Oder kommen jetzt die Heranwachsenden vielleicht sowieso allein zurecht, wenn es um die allgemeinen Online-Fähigkeiten geht, scheint das so zu sein. Zumindest wenn man die Heranwachsenden fragt, sie schätzen ihre eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Online-Medien insgesamt besser ein als die ihrer Eltern. Wir haben ja schon ein nettes Beispiel gehört, wie sich das zeigen kann, wenn nämlich der PIN-Code durch die Kinder geändert wird. Auffällig ist, dass die Jungs sich auf dem Gebiet wesentlich mehr zutrauen als die Mädchen. 73% der Jungen sagen,
ja, da bin ich gut oder sogar sehr gut und nur 65% der Mädchen werten die eigenen Fähigkeiten als gut oder sehr gut. Mit zunehmendem Alter steigt nach Ansicht der Heranwachsenden ihre eigenen Fähigkeiten im Umgang mit den Online-Medien deutlich an. Also 45% der 9- bis 10-Jährigen sagen, ja, das kann ich gut, das kann ich sehr gut. Bei den 15- bis 16-Jährigen sagen das dann schon 88%. Gegenläufig mit dem Alter entwickelt sich die Einschätzung der Online-Fähigkeiten der Eltern durch die Kinder. Also ab 13 Jahren sind die Kinder etwa der Meinung, dass sie sich besser auskennen als ihre Eltern. Wie sieht es jetzt mit ihren schutzbezogenen Fähigkeiten aus? Auch schutzbezogen zeigt sich, geht man vom Selbstbild der Kinder aus, so trauen sie sich einiges zu. Ab dem Alter von 11, 12 Jahren schätzen die Kinder und Jugendliche ihre Fähigkeiten überwiegend hoch ein. Es gibt drei Bereiche, in denen sie sich nicht besonders sicher fühlen. Das ist zum einen die Möglichkeit, sich über die Online-Nutzung zu informieren, also über sichere Online-Nutzung zu informieren. Das ist den Überblick über durch Apps entstehende Kosten zu behalten. Und das ist die Einschätzung der Wahrheit von Online-Informationen. Drei Bereiche, die durchaus Relevanz haben. Vergleichsweise und auch absolut gesehen recht niedrig fallen die Selbsteinschätzungen der 9- bis 10-Jährigen aus. Das unterstreicht die Forderung nach den geschützten Handlungsräumen, in denen diese Kinder ihre Fähigkeiten erstmal entwickeln können. Fragt man pauschal, wie schätzt ihr denn eure Fähigkeiten ein, mit negativen Online-Erfahrungen selbst fertig zu werden? Dann schätzen 2/3 der Jungen ihre Fähigkeiten als gut ein, aber nur die Hälfte der Mädchen. Wenn man das jetzt mit den Selbsteinschätzungen zur allgemeinen Online-Fähigkeit zusammennimmt, dann zeigt sich, dass das Selbstkonzept der Jungen eine erhöhte Risikobereitschaft begünstigen kann. Und dieses Ergebnis muss im Grunde bei der Entwicklung von Unterstützungsangeboten aufgegriffen werden. Es gibt durchaus den Bedarf, genderdifferenzierter vorzugehen. Und das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Online-Risiken sollte bei den Kindern und Jugendlichen durch Handlungswissen und durch mehr Kompetenz unbedingt gestärkt werden. Kommen wir nun vom Wissen und den Fähigkeiten zum Handeln. Was tun die Eltern, um Kinder vor negativen Online-Erfahrungen zu schützen? Wir haben die Eltern nach etlichen Maßnahmen gefragt, die einzeln darzustellen, den Rahmen natürlich sprengen würde. Ich will nur exemplarisch eine herausgreifen. Je älter die Kinder, desto weniger Eltern geben an, dass sie sich über mögliche Online-Gefahren und deren Vorbeugung informieren. Je älter die Kinder, desto weniger tun die Eltern. Das Ergebnis findet sich in 9 abgefragten Handlungsmöglichkeiten. Bei einigen Handlungsmöglichkeiten ist das unmittelbar einleuchtend und naheliegend, weil ihr kontrollierender Charakter für Jugendliche einfach nicht mehr angemessen wäre. Zum Beispiel, ich kontrolliere die Geräte, um zu sehen, was mein Kind online gemacht hat. Kann man älteren Kindern vielleicht noch zumuten, Jugendlichen schon gar nicht mehr. Andere Maßnahmen, die wir erfragt haben, sind jedoch auch für Eltern von Jugendlichen sinnvoll. Zum Beispiel, ich spreche mit meinem Kind über seine Nutzung von Online-Medien und auch da geht die Zustimmung mit dem Alter zurück. Übergreifend kommen wir zu folgendem Schluss. Das jugendmedienschutzbezogene Engagement der Eltern nimmt im Altersverlauf ab, während die Verantwortungszuschreibung an die Kinder selbst, also sie sollen auch Verantwortung übernehmen, und auch die Verantwortungsübernahme durch die Kinder mit dem Alter ansteigt. Diese abnehmende Schutzaktivität der Eltern erfordert jedoch eine Kompensation durch die Förderung von Medienkompetenz sowie zusätzliche altersangepasste Schutzinstrumente und vor allem auch Hilfsmöglichkeiten.
Allerdings sind jetzt Eltern, nicht alle Eltern gleich und nicht alle Kinder sind gleich. Wir haben deswegen nach Mustern gesucht über alle vier Handlungsbereiche: Sorgen, Einstellungen, Wissen, Handeln, um herauszufinden, können wir unterschiedliche Typen von Familien, von Eltern und Kindern finden. Es zeigt sich, es gibt die unterschiedlichsten Kombinationen: Eltern, die viel tun, aber Kinder haben, die sich nicht geschützt fühlen und so weiter, die also große Sorgen haben. Und es gibt aber Eltern, die wenig tun und die Kinder haben trotzdem wenig Sorgen und so fort. Übergreifend über diese Muster kann man festhalten: Kinder, deren Eltern in ihren Sorgen, Einstellungen und Handlungen sehr jugendmedienschutzorientiert sind, nehmen Risiken eher bei anderen Gleichaltrigen wahr als bei sich selber. Das bedeutet, sie fühlen sich gut behütet. Die Eltern sind engagiert, die Eltern informieren sich und die Kinder sind unbelastet und denken, mir kann ja nichts passieren. Kinder, deren Eltern weniger jugendschutzorientiert sind, da ist es umgekehrt. Da denken die Kinder, das passiert nur mir, das passiert anderen nicht. Beides ist problematisch, beides ist nicht gut. Denn im Grunde sind die behüteten Kinder wenig vorbereitet. Zudem gehen die elterlichen Erziehungsmuster mit unterschiedlichen Fähigkeiten der Kinder einher. Das heißt, die Muster, die durch die Überzeugung geprägt sind, dass Jugendmedienschutzmaßnahmen sinnvoll sind, sind vor allem dort beobachtbar, wo die Online-Safety-Fähigkeiten der Kinder eher gering sind. Das heißt, diese Eltern geben im Prinzip ihr Wissen, ihre Hilfsmöglichkeiten nicht an die Kinder weiter. Das bedeutet in der Konsequenz aber auch mit einer Konzentration auf Eltern, also der Stärkung des elterlichen Schutzwillens und der elterlichen Fähigkeiten. Allein ist es nicht getan, sondern man muss auch für die Vermittlung zwischen Eltern und Kindern sorgen und die Kinder brauchen trotzdem Unterstützung bei der Entwicklung eigener Fähigkeiten. Und die müssen ihnen nicht unbedingt allein von den Eltern beigebracht werden, sondern es gibt da viele Möglichkeiten, auch die Lehrkräfte, auch das soziale Umfeld kann hier unterstützen. Kommen wir also zum Schluss, zum Fazit. Was ist die Quintessenz der Ergebnisse? Jugendmedienschutz erfordert altersadäquate Schutzinstrumente. Das ist nicht besonders neu, das wissen wir, die altersspezifischen Risiken, aber auch das sich mit dem Aufwachsen verschiebende Verhältnis zwischen Eltern und Kinderverantwortung berücksichtigen. Und das ist tatsächlich nicht trivial. Das ist ein Aushandlungsprozess auch zwischen Eltern und Kindern, wie Sie wissen. Mit zunehmendem Alter der Heranwachsenden werden verstärkt Sorgen über Risiken des Online-Handelns genannt, die eben noch nicht im Fokus des bisherigen Regulierungsrahmens stehen. Jugendmedienschutz ist vom traditionellen Inhalteschutz auf einen minderjährigen bezogenen Kommunikationsschutz zu erweitern. Eltern stehen in der Verantwortung, sehen aber auch Selbstkontrolleinrichtungen, Behörden und Anbieter in der Pflicht, insbesondere die Anbieterverantwortung liegt den Eltern sehr am Herzen. Welche Konsequenzen sind nun daraus denkbar? Da kommt eine ganze Reihe in Frage. Zunächst in Bezug auf die Eltern muss den Eltern vermittelt werden, dass das Umsetzungskonzept, wie es jetzt ist, eine gewisse Lücke lässt, dass erwartet wird, dass die Eltern sich engagieren und das muss den Eltern auch vermittelt werden. Und diese Erwartungshaltung muss für die Eltern transparent sein. Aber die Eltern dürfen damit nicht allein gelassen werden. Sie brauchen zielgenaue Informationen über die gesetzlichen Hilfestellungen bei der Medienerziehung. Es müssen ihnen die Vor- und Nachteile der Hilfestellungen vermittelt werden und es darf da auch keine falschen Versprechungen geben. Die Erweiterung des gesetzlichen Jugendschutzinstrumentariums um interaktions- und kommunikationsbezogene Tools ist eine wichtige Option. Die Verstärkung des präventiven und pädagogischen Jugendschutzes
und das Mitdenken der Möglichkeiten sozialer Kontrollmechanismen bei der Mediennutzung Minderjähriger. Und schließlich und endlich die Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen in den jugendmedienschutzbezogenen Politikfeldern. Und damit wäre ich am Ende dieses Vortrags nicht allgemein und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Das finde ich gut, dass Sie noch nicht ganz am Ende sind. Sehr schön. Gibt es denn direkte Fragen hierzu? Verständnisfragen oder Ausrufezeichen oder Unterlinien? Können Sie ein paar Beispiele für die negativen Online-Erfahrungen? Denn Sie haben einmal gesagt, dass die Jungs besser mit negativen Erfahrungen umgehen können als Mädchen. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es entweder Gewalt oder sexuell konnotierte Inhalte sind oder was können wir uns da noch vorstellen? Da hätte ich gerne ein paar Hinweise. Naja, wir haben zum einen eine ganze Reihe von Sorgen vorgegeben und gefragt, wie ist das denn, wie siehst du das, wie wahrscheinlich ist das, dass du damit konfrontiert wirst und was bekommst du mit, wie das bei anderen ist, was denen schon passiert ist. Wir haben aber nicht direkt zu diesen einzelnen Sorgen und Risiken nochmal nachgehakt, würdest du denn damit gut zurechtkommen, sondern diese Frage, wie gut kommst du denn mit Gefahren, die online vorhanden wären, zurecht, haben wir relativ allgemein abgefragt. Wir wollten vermeiden, dass wir die Kinder mit einer Fragebatterie traktieren. Sie kennen das vielleicht, wenn man Kinder befragt, muss man aufpassen, das ist natürlich auch bei Erwachsenen so, aber bei Kindern umso mehr muss man aufpassen, dass das nicht zu redundant und zu langweilig und immer wieder das Gleiche zu jedem einzelnen Risiko nochmal nachgefragt. Daher eher pauschal angesetzt. Weitere Nachfragen, Verständnisfragen? Da hinten ist eine Frage. Und das Mikrofon kommt auch. Moment. Ja, danke schön. Eher eine Verständnisfrage nochmal. Und zwar haben Sie bei der systematischen Befragung angesprochen zu den Sorgen, dass Kontaktrisiko eine Sorge wäre. Ich hätte es gerne nochmal definiert, wenn Sie das kurz machen könnten. Da haben wir gefragt, nach dem Risiko mit Menschen in Kontakt zu kommen online, mit denen man nicht im Kontakt sein will, die einem irgendwie unangenehm werden können, bezieht sich hauptsächlich auf Erwachsene in dem Fall. Nach Kontakt mit anderen Peers haben wir auch gefragt, aber das ist jetzt in dieser Auswertung da nicht reingerechnet. Ich habe noch kurz gedacht, vorhin, als Sie von den Aushandlungsprozessen gesprochen haben, dass das natürlich eigentlich ja sowieso die Überschrift ist, die man im Alter der Pubertät mit den Kindern durchziehen muss. Also der Unterschied zwischen dem, was da in Familien in der analogen Welt passieren musste, immer schon, und dem, was jetzt mit digital dazukommt, ist ja eigentlich so groß. Also die Gefahren sind andere, ne? Aber das ist natürlich vielleicht nicht ganz Inhalt dieses Indexes gewesen, aber die Maßnahmen sind... Naja, erfahrungsgemäß ist es nicht so plastisch. Ne? Mhm. Es ist eher auch für die Jugendlichen eher ein theoretischeres Risiko als etwas, was mir analog im Alltag begegnet. Mhm. Wenn Sie mit der Altersgruppe über Dinge reden, die online passieren können, ist es so, die sind nicht naiv. Denen ist eine ganze Reihe von Risiken auch durch den öffentlichen Diskurs natürlich bekannt. Aber die Vorstellung, was das bedeuten würde, da glaube ich, unterschätzen Sie manchmal die Folgen. Ne? So Mobbing können Sie sich noch gut vorstellen, also
der Kontakt mit Gleichaltrigen oder ungefähr Gleichaltrigen, dass das unangenehm ist, das wissen Sie, das erleben Sie ja auch. Was Sie sich aber vielleicht nicht so gut vorstellen können, was würde es denn bedeuten, na, sagen wir mal, würde ich denn gut damit fertig werden, wenn ich irgendwie Verträge abschließe, die mich dann monatlich was kosten, ne? Und wie sich das summiert, also wie wir das eben kennen in den Online-Spielen. Was bedeutet es, wenn ich da mal eben draufklicke und das kostet mich immer nur 5 Cent, aber das addiert sich dann doch über einen gewissen Zeitraum ganz erklecklich. Und diese, da fehlt Ihnen manchmal die Vorstellung, ne? Und nicht nur da, muss man Sie natürlich dann möglicherweise beschützen oder aufklären. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bedanke mich bei Christa Gebel. Vielen Dank. Okay.